Da gehst du zum Friseur und willst dir ganz normal deine Haare schneiden lassen. Und was passiert? Ich komm wieder mit dem Boxerschnitt. Obwohl ich das doch gar nicht wollte. Ja Leute, real life story. Ich bin zum Friseur bzw. zum Barbier, bin rein und am Ende des Tages kann man nichts anderes sagen, auf gut Deutsch gesagt, meine Frisur wurde verkackt. Wem ist das auch schon mal passiert? Hand hoch, wer schon mal zum Friseur bzw. zum Barber rein ist und anschließend rausgekommen ist und sich gedacht hat, oh mein Gott, wäre ich mal lieber nicht dahin gegangen. Kurz zur Geschichte, was ist passiert? Ich habe meine Haare einfach so ein bisschen länger wachsen lassen als auch meinen Bart und sah vor dem Haarschnitt so aus und habe mir dann überlegt, ich will einfach mal meine Haare schneiden lassen als Crewcut, so wie Sergio Ramos ihn damals gerockt hat, als er noch bei Real Madrid gespielt hat. Und genau dieses Bild habe ich schlussendlich auch dem Barbier gezeigt, damit er ganz genau weiß, was ich am Ende des Tages für eine Frisur haben möchte. Aber ich sage immer, everything happens for a reason. Und das nehme ich jetzt auch als Grund und Anlass dafür, dieses Video heute zu drehen. Und zwar eine Kurzanalyse, um zu schauen, was eigentlich schiefgelaufen ist. Und für diese Analyse switchen wir einfach mal kurz rüber auf den Bildschirm und schauen uns das Ganze mal ganz genau an. So, setzen wir die beiden Frisuren mal in den Vergleich. Und da sieht man auch schon direkt, was als erstes am Anfang schiefgelaufen ist. Und zwar, wenn man hier eine Linie zieht, hier bei der anfänglichen Frisur hat der Barbier einfach den Fade komplett falsch angesetzt. Hier ist 90 Grad Winkel bei meiner Frisur. Wenn wir das jetzt mal bei Sergio Ramos als 90 Grad Winkel sehen würden, da sehen wir ganz klar, okay, da ist einfach noch ganz schön viel Luft und der Winkel, der passt einfach mal gar nicht. Wenn man nämlich noch diesen Bereich sieht hier, den ich jetzt hier markiert habe, da sieht man, dass es ein ganz schön großes Stückchen ist, ja, wie falsch angesetzt wurde. Und wenn man das jetzt mal in den Vergleich zieht und ganz genau das Ganze betrachtet, dann sind das ungefähr so 23 Grad, die am Ende des Tages wirklich einiges ausmachen und die Frisur am Ende des Tages einfach komplett anders aussehen lassen. Wichtig ist nämlich bei so einer Frisur und grundsätzlich auch in der Architektur, im Design und bei Bildkomposition, dass Diagonalen halt Dynamik erzeugen. Und eine Diagonale hat man hier zum einen hier in der Frisur bei Sergio Ramos, als auch nochmal im Bart. Und diese Diagonalen bewirken auch bei einer Frisur Dynamik. Und wenn man natürlich dann hier auf der linken Seite bei mir einfach in einem 90-Grad-Winkel den Fade ansetzt, ja, dann haben wir tatsächlich ein kleines Problem. Als ich den Barbier dann darauf aufmerksam gemacht habe, dass er das nicht so richtig abgeschätzt hat mit dem Winkel, hat das versucht auszugleichen und was ist dann passiert? Dann hat er am Ende des Tages den Fade, wie man hier jetzt sehen kann, viel zu weit oben angesetzt. Er hat dann zwar hingekriegt, so eine leichte Diagonale noch reinzumachen in die Frisur, aber im Vergleich zu Sergio Ramos sieht das am Ende der Frisur natürlich komplett anders aus. Und aufgrund des zu hoch gesetzten Fades ist natürlich noch Folgendes passiert. Die Abstände passen natürlich gar nicht mehr. Was man hier an dieser Stelle ganz gut sieht, kann man vielleicht mal an dieser Stelle einblenden. Hier den Abstand bei mir zwischen Bart und Fade-Ansatz und zudem bei Sergio Ramos. Der ist, ich würde mal sagen, einfach ein Drittel größer und der Bereich, der gefadet wurde, beziehungsweise der jetzt mittlerweile kahl rasiert ist, der ist natürlich auch um einiges größer. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Sergio Ramos trägt bei seiner Frisur zwar die Seiten sehr kurz, aber kein Skinfade. Und das hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Da hat der Barber nicht zugehört. Er hat dann einfach, wie man sehen kann, bei mir einfach auf Zero rasiert. Ja, mit dem Rasierapparat und nicht mit dem Clipper. Und das, was hier bei Sergio Ramos rasiert ist, beziehungsweise getrimmt ist, da wurde ganz sicher nur in Anführungsstrichen mit dem Trimmer auf Null rasiert. Heißt, man hat da ungefähr noch Millimeter an Haaren, die übrig bleiben. Und bei mir ist es tatsächlich an dieser Stelle gar nichts mehr. So, und wenn man sich jetzt mal die Profile ganz genau anschaut, da sieht man auch schon den nächsten Fehler, und zwar der tatsächliche Fade bzw. der Übergang. Bei mir ist eigentlich gar kein Übergang so wirklich vorhanden. Ja. Bei Sergio Ramos sieht das ein bisschen anders aus. Da sieht das schon ein bisschen entspannter und leicht ausgefadet aus. Und hier sieht man auch nochmal den klaren Unterschied zwischen dem Skin Fade und dem Zero Fade mit dem Clipper. Da hat man einfach noch leichte Konturen. Man sieht einfach noch einen Kontrast bei den Haaren. Und das sieht bei mir jetzt zum Beispiel auf dieser Seite, ja, den gibt es einfach nicht mehr. Ja, und zu guter Letzt hat der Barbier leider gar nicht mehr auf meine Kopfform geachtet. Er hat im Prinzip nur versucht, irgendwie den Fade auszugleichen, hat dann meine Kopfform leider Gottes missachtet, was man hier an dieser Stelle ganz gut erkennen kann. Und zwar hat er die Seiten so kurz gemacht, dass es nicht meiner Kopfform schmeichelt, sondern dass es am Ende des Tages einfach gar nicht gut aussieht. Ja, wenn man jetzt hier diese Linie drum zieht, diese grüne Linie, dann sieht man das. Das sieht einfach am Ende des Tages jetzt gar nicht mehr gut aus, ja, sondern mein Gesicht
gleicht förmlich einem Ei. Naja gut, es ist halt so, wie es ist. Auch wenn hier an dieser Stelle ganz schön viel falsch gelaufen ist, schauen wir uns trotzdem einfach mal das Vorher-Nachher-Ergebnis an. So, und jetzt ziehen wir auch nochmal den direkten Vergleich von meiner Endfrisur zu der von Sergio Ramos. Und da kann man einfach deutlich erkennen, dass kleine, aber feine Unterschiede am Ende der Frisur oder am Ende des Haarschnitts tatsächlich einen großen Unterschied machen können. So Leute, und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie schlecht ihr die Frisur denn findet, wenn man sich das Vorbild Sergio Ramos an dieser Stelle anschaut, von 1 bis 10. 1 ist sehr schlecht und 10 ist dabei gut. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und teilt das Video gerne auch mit Freunden, die selber schon mal aus dem Barbershop oder aus dem Friseur rausgekommen sind und bei denen die Frisur auch misslungen ist. Also Leute, ich bin gespannt, was ihr schreibt. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.